So, hallo und willkommen wieder zurück bei Oblivion. Ja, mir geht es wieder besser, wie ihr hören könnt. Ich bin nicht mehr so gestresst und fertig von dem letzten Mal, als wir hier unterwegs waren. Da habe ich ja die letzten 5 oder 10 Minuten von der letzten Aufnahme absolut keine Lust mehr gehabt, noch weiter aufzunehmen. Das war wirklich der Horror hier drin. Aber mittlerweile haben wir wieder unser Zeug zurückbekommen und jetzt können wir uns an die Sache hier richtig ranwagen. Das, was ich schon die ganze Zeit eigentlich machen wollte. Wieder schön entspannt, locker flockig kommentieren und ohne viel Stress hier weiterzumachen. Also zumindest hoffe ich mal, dass es ohne viel Stress gehen wird. Aber jawohl, 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 ja. Ah, ich freue mich so, Oblivion wieder aufzunehmen. Ich weiß nicht warum, ohne Witz, aber ich bin gerade total motiviert, mit Oblivion weiterzumachen. Auch wenn es gestern, oder wann habe ich die Aufnahmen abgeschlossen? Vorgestern? Ich weiß es gar nicht mehr. Auch wenn ich wirklich vor ein paar Tagen absolut keine Lust mehr hatte. Nicht generell mit dem Let's Play, aber noch irgendwas aufzunehmen die Tage darauf. Und eigentlich habe ich auch genug Material, oder fast genug Material für den Rest der Woche jetzt für euch vorbereitet, damit ihr das auch noch überlebt. Aber ich habe mich mittlerweile dazu entschlossen, dass ich das mit den Aufnahmen ein bisschen anders machen werde ab jetzt. Ui! Nice! Jedenfalls war das bis jetzt immer so, dass ich mir dachte, bei den Aufnahmen, wenn ich schon genug Material aufgenommen habe für eine Woche, dass ich dann nicht mehr weiter aufnehme, das ruhen lasse und das nächste Game, wenn ich was aufnehme, dann das aufnehme, was ich für die nächste Woche ebenso brauche. Und das hat eben schnell dazu geführt, dass ich nicht ganz so begeistert oder so super motiviert dabei war mit dem Kommentieren, da ich eben mehr Lust auf ein anderes Spiel eigentlich hatte. So, kurz auf die Map gucken. Schrein-Vorkammer, wofür das denn hin? Gucken wir nochmal nach. Ja, jedenfalls, es hat dazu geführt, dass ich eben auch Spiele gezockt habe, die von denen ich jetzt nicht so wahnsinnig begeistert war. Ah ja, hier geht es raus. Das ist die Eingangshalle, wo wir waren. Da kommen wir auch später ja sowieso nochmal hin, glaube ich. Gut, egal. Denn bis jetzt ist es auch öfters mal vorgekommen, dass ich richtig Lust hatte auf ein Game, das zu spielen und auch aufzunehmen, wie zum Beispiel jetzt Oblivion. Aber mich dann... Oh, Kacke. Aber mich dann mich zurückgehalten hatte mit dem Aufnehmen des Let's Plays. Da ich mir dachte, ja, ich brauche jetzt eh kein Videomaterial dazu. Und... Ja, ich muss jetzt das nicht unbedingt aufnehmen, denn eigentlich habe ich genug Videomaterial und eigentlich muss ich das andere Let's Play jetzt aufnehmen. Dann lassen wir das mal wieder. Und dann habe ich es einfach mit der Aufnahme komplett gelassen. Für das Let's Play, auf das ich eigentlich gerade Lust hatte. Und dadurch hat es, finde ich, stark dazu geführt, dass meine Kommentare ein bisschen darunter gelitten haben. Moment, das ist die Fackel von einem... Nein, okay. Ja, meine Kommentare haben stark darunter gelitten, die Qualität meiner Kommentare, da ich eben nicht mehr so konzentriert oder mit weniger Lust kommentiert habe, weil ich eben eigentlich drauf Lust hatte, das andere Spiel zu Let's Playen, aber mich dazu gezwungen habe, um euch möglichst komfortabel Abwechslung bieten zu können, habe ich dann eben das andere gespielt, worauf ich nicht so viel Lust hatte. Ja, ich weiß jetzt nicht mittlerweile, wie oft ich mich schon wiederholt habe, weil ich... halber fixiert darauf bin, jetzt das hier zu machen. So, wo sind wir hier? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ah ja, ich weiß schon, wo wir sind. Hier sind wir auch damals vorbeigelaufen. Ja, aber so sieht das auf jeden Fall derzeit mit meinen Kommentaren aus. Das sind immer so die kleinen Zwischengedanken, die ich mir mache. Ich mache mir nämlich sehr viele Gedanken zu meinem Channel und zu den Kommentaren. Wie könnte ich mich verbessern? Wie könnte ich Sachen ändern, damit sie für euch angenehmer zum Gucken sind? Wie könnte ich hier und da an ein paar stilistischen Sachen drehen? Wie könnte ich meinen Channel verbessern? Wie könnte ich meine Aufnahme verbessern? Und ständig irgendwelche Ideen schwirren mir durch den Kopf. Das ist echt zu einer wahnsinnigen Leidenschaft von mir geworden. Das ist nicht mehr nur ein Hobby, das ist eine Leidenschaft für mich geworden, das Let's Playen.
Und für mich ist das nämlich ein richtiger Unterschied. Viele Leute kategorisieren, jetzt rede ich hier schon wie in einem Newsvideo, viele Leute kategorisieren ja Leidenschaft und Hobbys eigentlich unter den gleichen Stern, fassen das in die gleiche Kategorie zusammen. Aber für mich ist das was komplett anderes, weil Hobby ist etwas, was man so nebenbei ein bisschen machen kann, womit man sich nebenbei etwas beschäftigen kann. Und hier geht es raus, da wollen wir noch nicht hin. Denn es gibt ja noch einen anderen Gang. Ja, Hobbys sind etwas, womit man sich immer mal wieder beschäftigen kann. Warum auch nicht? So, einfach gesagt, eine kleine Zeitbeschäftigung. Oh, huch. Warum kann ich da nicht mal rein? Gut, dann gehen wir andersrum. Weil ich weiß, dass da noch ein anderer Gang war. Ja, und Leidenschaft im Gegensatz zu Hobbys ist etwas, ich würde es bezeichnen als erweiterte Form von Hobbys. Eine Leidenschaft ist etwas, womit man sich wirklich wahnsinnig gerne beschäftigt und wahnsinnig viel damit beschäftigt und super Spaß daran hat und es auch eher schon fast wie eine Art Berufung sieht, sich mit der Sache zu beschäftigen, weil es einfach so einen Heidenspaß macht. So, jetzt sind da aber ein paar Leute. Und da, der Kerl. Alles klar, ich kann nicht durch das Gitter schießen. Na gut. Aber einen Stealth-Angriff wollen wir noch hinkriegen. Habe ich den erwischt? Nein. Oh, scheiße. Ich weiß echt nicht, warum ich mich bis heute noch... Oh, Kacke. Bis heute noch über so Blitze oder irgendwas erschrecke. Ich muss mich ja langsam hier so dran gewöhnen, was hier abgeht die ganze Zeit. Aber ich muss sagen, die Leute machen mich hier für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Schaden. Viel zu viel Schaden. Oh, Kacke, ey. Und vor allem haben die mich hier wieder surrounded. Ich weiß nur nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier in den Fernkampf zu gehen, da das ja auch... da die im Fernkampf eben... Oh, komm, hör auf so zu wackeln! Ich glaube fast, dass es besser ist, im Nahkampf mit den Leuten zu sein, weil wenn ich in den Fernkampf gehe... Okay, nicht nur im Fernkampf. Ich nehme das zurück. Ich wollte eigentlich sagen, im Fernkampf benutzen die eigentlich eher die Magie. Aber... Und irgendwie hänge ich hier fest. Zu schwer belastet? Was? Oh, ich sehe schon. Irgendjemand hat einen Mühsalzauber auf mich gecastet und ich kann dadurch weniger tragen. Ja, leichte Rüstung. Nehmen wir mal leichte Rüstung weg. Ich behalte erstmal eher das Schockschild. Und wir nehmen Ring der Feder, sonst können wir uns nämlich nicht mehr bewegen. Und ich würde sagen, wir nehmen einen Trank der Erdung. Blitzwiderstehen 15%. Das könnte hier ganz praktisch sein. Das hätte ich eigentlich auch schon früher nehmen können. Aber ich habe einfach nicht dran gedacht. Na, wie hast du jetzt? So. Wo ist dieser andere kleine Drecksack? Ich weiß ganz genau, dass du hier bist. Du kannst nicht vor mir entkommen. Oh, das war ein anderer. Okay. So, dich haben wir auch gekauft. Aber... Nein, das ist noch eine andere. Das ist ja der Wahnsinn, was hier abgeht. Trank der Persönlichkeit. Nee, wir wollen ja nicht zu persönlich werden. Dies erwartet mich. Und ich hab echt... Ey, nicht weglaufen. Ihr könnt der Wachsamkeit des Meisters nicht entkommen. Nein! Verdammt, hör auf mir jetzt auszuweichen, Mensch. Das war wieder eine andere? Okay, ich glaube, ich habe mich etwas übernommen. Ich wollte, dass sie eigentlich die ganze Geschichte hier etwas vorsichtiger machen. Hier ist sie. Nein. Nein, was soll das? So. Oh Gott, ich muss echt an meinen Aiming-Skills trainieren. Ich fürchte den Tod nicht. Sehr schön, dass du nicht den Tod fürchtest, aber du nervst mich trotzdem. Oh Gott, ich habe noch nie so viele Tränke hintereinander geschluckt. Oh meine Fresse. Die haben ja richtig wehgetan und ich habe so viele Pfeile verschossen, verdammt.
Ich habe sogar mittendrin jetzt schon befürchtet, dass mir die Pfeile ausgehen werden. Das wäre natürlich extrem unpraktisch gewesen. Heidenei, es hat geschmerzt. Die Schmerzen. Okay, okay, aber jetzt sind wir wieder im Game. Wir sind wieder im Game. Tut mir übrigens leid, wenn ich diesmal nicht ganz so ruhig kommentiere. Huh, was war das? Ach, das war das Geräusch vom Springen. Okay. Tut mir leid, wenn ich nicht so ruhig wie sonst kommentiere, falls Leute von euch den ruhigen Kommentarstil eher bevorzugen. Da ich nämlich auch weiß, da ich für einige Leute von euch der Ruhepol bin unter den LPern, weil ich nicht so rumschimpfe, oder also jetzt nicht so derbe rumschimpfe oder irgendwelche fiesen Beleidigungen mache gegenüber irgendwelchen Völkergruppen oder übertrieben oft, keine Ahnung, böse Wörter wie Fuck sage, Gott sei mir gnädig, hoffentlich hat das es nicht gehört. Nein, aber ich, ja, ne, Dingens, das, was ich gerade gesagt habe, ihr wisst Bescheid, ich will mich nicht 10-mal wiederholen. Ich habe nämlich das Gefühl, wenn ich hier mit dem Durchsuchen von Gängen und so beschäftigt bin, wiederhole ich mich viel zu oft, weil ich damit beschäftigt bin, hier nachzugucken, ist hier noch etwas drin, ist hier noch etwas drin, hat diese Leiche noch irgendwas Interessantes, hat diese Leiche noch irgendwas Interessantes, oh, und dann fallen mir nicht so schnell neue Sachen ein. Da fällt mir auch ein zu meinem Kommentarstil, mal wieder, das sind einfach so die Sachen, die mir nebenbei einfallen, beim Zocken. So, du hast nur einen Apfel und etwas Käse für mich. Ja, ist doch alles Käse hier. Will ich nicht. Nein, aber was mir aufgefallen ist, mir fallen immer wieder Sachen auf. Generell, wenn man meine Kommentare vergleicht. Schrein von Dagon, nein, da waren wir schon, da wollen wir nicht nochmal hin. Aber hier wollte ich hin. Hier war nämlich vorhin die ganze Zeit diese kleine versteckte Tür mit diesem Extragang. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, was hier sein könnte. Ah, Lagerraum, genau. Ja, Moment, ich fahre gleich fort. Erstmal gucken wir, ob hier noch irgendjemand ist. Nein, okay, schön. Ja, auf was ich eigentlich zu sprechen kommen wollte. Und zwar, die Let's Plays. Ich habe gemerkt, bei meinen Kommentaren, falls ihr das hören wollt, falls nicht, schaltet jetzt ab. Oder macht auf lautlos oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, warum ich euch diese Option gebe. Eigentlich solltet ihr natürlich zuhören. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt wieder vom Thema abkomme. Wahrscheinlich, weil ich wieder am Looten bin. Jedenfalls bei Dreamfall, bei einem meiner ersten Let's Plays, falls ihr es noch nicht gesehen habt, würde ich euch empfehlen, da reinzugucken. Denn da, finde ich, sind meine Kommentare am besten. Unter anderem. Denn ich habe gemerkt, dass ich bei Battlefield natürlich sowieso, da muss man sich schon ein bisschen mehr konzentrieren, wenn man auch irgendwas treffen will oder so. Das ist schon fast eher so ein Spiel, was man mit einem Walkthrough macht und nicht mit einem Let's Play, weil man die ganze Zeit nebenbei schwätzen muss und sich dann eben nicht ganz so auf das Schießen konzentrieren kann. Aber zu dem Thema habe ich ja schon mal ordentlich was gesagt, also das haben wir ja schon durchgesprochen. Von daher waren da meine Kommentare nicht so großartig, weil ich eben auch mich auf verschiedene andere Sachen konzentrieren musste. Dann, bei Oblivion sind meine Kommentare, finde ich jetzt zu meinem, also alles zu Dreamfall verglichen jetzt, sind meine Kommentare durchschnittlich gut. Mit Oblivion bin ich relativ zufrieden, von meiner Leistung her, falls man überhaupt irgendwelche Leistungen messen will, weil es ja eigentlich für viele nur ein Hobby ist. Nein, ich muss nochmal außen rum rennen. Jedenfalls bin ich mit meiner Leistung hier zufrieden und finde es auch nicht schlecht, wie ich die ganze Geschichte hier gestalte und mache das eigentlich auch so ganz gut. Aber manchmal fehlen mir so die klugen Formulierungen und die Ausdrücke, die richtig zeigen, dass ich es faustdick hinter den Ohren habe. Oder richtig gute, spontane, schlaue Ausdrücke bringen kann. Das fehlt mir so ein bisschen bei diesem Let's Play. Und das liegt daran, dass man bei Dreamfall gab es eben ganz, ganz viele Dialoge. Richtig massig Dialoge. Schon bei Oblivion gibt es sehr viele davon. Aber bei Dreamfall war das wirklich ohnegleichen. So, Moment, wir sind entkommen, wir müssen das Buch zurückbringen. Ja, jedenfalls, das war wirklich
unvergleichlich bei Dreamfall, weil das ein Spiel ist, das richtig stark auf die Story aufbaut, was mir auch super gefällt, also ich fand das super toll. Und es ist noch zusätzlich ein Adventure-Game, das heißt, man wird da logischerweise natürlich mehr Gespräche hören, als super Hardcore-Action zu haben. Deswegen ist es, ja, selbstverständlich so, dass da mehr geredet wird von den NPCs. Aber natürlich folgert daraus, dass ich mir, während die anderen NPCs geredet haben, deutlicher überlegen konnte, was ich als nächstes sage, was ich nach dem Gespräch der NPCs formulieren möchte. Und Moment, will der Typ mit mir sprechen? Ihr solltet mit Martin reden.